Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute geht es mal wieder um meine neue Withings Scan Watch. Da habe ich ja schon einige Videos eingestellt. Unboxing, erster Eindruck, App installieren, Funktionen durchgehen, wie man so eine Folie hier draufklebt, damit das Saphirglas, was hier oben drauf ist, nicht verkratzt wird. Und, und. Kommen noch einige mehr von den einzelnen Funktionen, speziell was das EKG angeht, dass man im Prinzip hier mit aufnehmen kann und zu seinem Arzt schicken kann, wenn mal irgendwas nicht funktioniert. Man kann aber auch ganz normal damit Sport treiben oder man kann auch einfach ganz normal, so hübsch wie sie aussieht, die einfach nur als Armbanduhr tragen. Wird man oft darauf angesprochen. Ich habe sie jetzt etwa eine Woche. So, ich hatte euch beim ersten Video auch versprochen, dass wir uns mal die Seite von der Firma Withings anschauen, weil die so toll gemacht ist und weil wir so viele verschiedene Uhrenvarianten haben, verschiedene Farben, verschiedene Armbänder. Und die kann man auf der Internetseite wunderbar, die haben so einen richtigen, ja, bei den Autos kennt man das, so einen Autokonfigurator. Und hier kann man im Prinzip so eine Art Uhrkonfigurator machen. Das zeige ich euch gerne mal und dann könnt ihr auch mal sehen, wie viele verschiedene Varianten es gibt und nochmal die Funktionen. Es sind sehr schöne Videos eingebaut. Also ich habe das zwar alles gezeigt und zeige das in den anderen Videos, die ich über die Uhr mache, auch noch. Aber es lohnt sich einfach, diese Seite sich anzuschauen. Ich verlinke sie euch natürlich auch in die Videobeschreibung rein. Und dann würde ich sagen, rutschen wir mal auf die Withings-Seite. Wir wollen aber nicht jetzt hier auf die anderen Sachen eingehen. Ich verlinke euch die Seite und wenn ihr da in die andere Richtung irgendwelche Interessen habt, guckt euch das an, lohnt sich auf jeden Fall. Weil wir wollen ja auf jeden Fall in die Uhren reingehen und dann auch nur, weil wenn ich die Uhren jetzt hier mal anklicke, könnt ihr sehen, hier haben wir zwar relativ schnell dann die, das ist die 38mm Variante, die Scanwatch, auch genau die Variante, auch in der Farbvariante, wie ich sie habe. Es gibt aber auch noch andere Varianten. Wenn wir hier mal runtergehen, können wir sehr schön sehen, das ist die Scanwatch, einmal die 38mm Variante. Und einmal die 42mm Variante. Hier seht ihr auch die Unterschiede. Klar, die Größe. Es ist aber auch so, dass das Gehäuse auch anders ist. Das heißt also, wir haben hier jetzt gebürstetes Edelstahl und hier haben wir glänzendes Edelstahl. Und ist aber die Technik hier drin ist die gleiche. Dann haben wir hier auch nochmal ganz kurz, damit wir mal drüber fliegen, die Scanwatch an sich. Die, ihr seht, die gibt es auch noch in ganz anderen Varianten. Dann gibt es die Steel HR. Das sind hier die Varianten, die wir haben. Steel HR Scanwatch, Move ECG, Schlaf- und EKG-Funktion haben wir hier mit dabei. Also es sind verschiedene Varianten. Ihr könnt hier aber auch einen ganz normalen, in Anführungsstrichen, Fitness-Tracker entsprechend tragen. Hier stehen die Preise auch drunter. Die Scanwatch ist mit dem, was sie alles beinhaltet. Hier ist alles an Technik drin und die ist dann auch am, in Anführungsstrichen, am teuersten. Aber das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt hier absolut. So, das heißt, wenn ihr hier in die anderen Varianten reingehen wollt, könnt ihr das gerne tun, aber wir wollen ja in die Scanwatch schauen. Das heißt also, ich wollte euch hier ja mal die Seite, die ich wirklich nur überfliegen kann, weil wenn ich da in jedes Detail reingehe, kriegen wir das nicht hin. Wollte ich euch gerne zeigen. Scanwatch klinisch validiert, das ist das Wichtige. Das heißt, die Funktionen, die hier drin sind, wie das EKG oder wie die Blutsauerstoffmessung oder eben auch die Herzfrequenz, sind also wirklich nicht irgendwie so 0815 mal über den Daumen gepeilt, sondern die sind also wirklich zusätzlich geprüft und die sind sehr, sehr gut. So, wir fangen hier an. Hier sehen wir als erstes sehr, sehr groß die 42mm Variante. Ihr seht hier dieses gebürstete Edelstahl, was wir hier dran haben. Hier unten die Anzeige ist die Aktivitätsanzeige, das heißt, hier zeigt die Uhr euch an im Laufe des Tages. Morgens geht die immer wieder auf 0% und fängt dann hier an, wie viel ihr von eurem angegebenen Ziel dabei seid zu erreichen, also wie aktiv ihr seid. Hier oben, das ist im Prinzip jetzt dann die Anzeige, wo zum Beispiel, hier läuft das ja, Kalorien, Sportart, Schritte, EKG und so weiter, alles letztendlich angezeigt wird und mit dieser Krone hier wird, ihr müsst drücken und mit dem Drücken kommt ihr im Prinzip dann in das Menü hier rein und dann könnt ihr drehen an dem an der Krone und dann könnt ihr das rauf und runter drehen, die einzelnen Einstellungen. So funktioniert das, ob das jetzt die 42 Variante, die 42er Variante ist oder auch die 38 Variante. So, wir gucken hier einmal rein, hier ist jetzt die 38er und hier ist es sehr schön, eine schöne Funktion, wenn ihr hier mit der Maus
ein bisschen höher klickt, dann neigt sich die Uhr zu euch hin. Das ist also sehr, sehr schön gemacht. Hier nochmal ein paar Gutachten. Es sind sehr viele medizinische Einrichtungen, die diese Uhr getestet haben. Also da gibt es ganz viele Infos, Broschüren drüber, Erfahrungen über mehr klinische Studien. Aber das wird jetzt hier in dem Video wirklich zu weit führen. Guckt euch das an. Also da ist sehr, sehr viel gemacht worden. Und hier seht ihr auch zum Beispiel, wenn ihr jetzt hier wieder die Maus bewegt, dann dreht sich das Rad hier und hier oben kommt eine andere Funktion hin. Also das ist wirklich toll gemacht. Hier die 30 Tage Akkulaufzeit, die kann ich momentan bestätigen bei meinem momentanen, ich habe sie ja jetzt etwa einen Monat, 30 Tage Laufzeit bei der ScanWatch. Dann haben wir mal zum als Unterschied 7 Tage Laufzeit bei der Fitbit Charge 5 und 18 Stunden bei der Apple Watch Serie 7. Also da ist ein Unterschied, ein Monat ist natürlich schon mal sehr, sehr angenehm an Akkulaufzeit. Dann haben wir hier verschiedene Rezensionen in verschiedenen Fachzeitschriften. Auch hier kann man sich das anklicken. Dann geht es hier weiter, proaktives Herztracking. Das heißt, wir können ein Elektrokardiogramm auf Abruf machen, das wir dann auch, ihr seht es auf der App dann, das wir dann auch zur Not unserem Arzt zuschicken können. Das heißt also, das Tolle ist, ihr habt das Elektrokardiogramm immer dabei. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt Herzrhythmusstörungen, drückt ihr einfach drauf und dann könnt ihr das Elektrokardiogramm machen. Es ist natürlich nur eine, also ist natürlich jetzt kein medizinisches in dem Sinne, aber ihr könnt schon sehen, das steht hier auch, ihr könnt Vorhofflimmern oder Herzrhythmusstörungen sofort erkennen. Da reicht auch diese Uhr entsprechend für. Dann haben wir eine proaktive Überwachung der Herzfrequenz. Das wird im Prinzip permanent gemacht. Und wir können die Herzfrequenz bei Tag und Nacht letztendlich auch uns anschauen. Wenn ihr das länger testet, habt ihr dann wunderbar in der App dann auch die ganzen Statistiken. Auch das zeige ich euch in meinen Praxisvideos. Hier haben wir jetzt sehr schön aufgezeigt, die Uhr jetzt mal von der Rückseite. Hier sind die verschiedenen Sensoren fürs EKG, für die Blutsauerstoffmessung und für die Herzfrequenz. Und hier diese drei Punkte, das sind die Ladepunkte für das Ladekabel. Das wird per Magnet, wird das im Prinzip angezogen. Hier ist das Magnet und hier ist Plus- und Minuspol. Und da wird das entsprechend gemacht. Hier könnt ihr nochmal die schöne Krone sehen zum Drehen und zum Drücken. So, dann wird man hier nochmal einzeln auf die Funktionen eingegangen und dann haben wir hier die Möglichkeit, medizinisch genaues Oximeter, das heißt also den Blutsauerstoff zu messen. Den kann man auch messen und kann ein Schlaftracking machen, das heißt Verfolgung von Atemstörungen, die findet ihr dann nachts raus. Das heißt, wenn ihr da die Möglichkeit habt, beziehungsweise die Befürchtung habt, dass ihr das habt, könnt ihr hier mit der Verfolgung von Atemstörungen, könnt ihr das machen. Das mache ich momentan und zeige das auch wiederum. Dann müsst ihr natürlich erstmal ein paar Tage und ein paar Nächte machen, damit ihr da ein bisschen was Aussagekräftiges habt. Aber das werde ich in den Praxisvideos entsprechend auch euch präsentieren. Hier wird das mal dann gezeigt, wie das dann entsprechend aussieht. Und das könnt ihr mit der Uhr auch. Das heißt, ihr könnt hier Atemaussetzer, wenn ihr welche haben solltet, könnt ihr die herausfinden mit der Uhr. Dann gibt es hier die Möglichkeit, den Schlafrhythmus herauszufinden. Das heißt also, wie oft bewegt ihr euch, wie gut, wie tief ist euer Schlaf. Das haben wir natürlich auch. Auch das findet ihr, könnt ihr über die App kontrollieren. Und ich bringe euch das auch nah in den Videos, die ich mache von meiner Praxis. Da kommen ja noch einige. So, dann natürlich, das ist ja auch eine Fitnessuhr, die ist wasserdicht, 50 Meter, Schrittzähler und so weiter, Trainingsmodus, ihr könnt das sehen, ihr läuft das jetzt mal so rauf, ob ihr jetzt lauft, ob ihr geht, ob ihr schwimmt, ob ihr Radfahrt und so weiter, wird natürlich hier alles sogar surfen, naja gut, also dafür ist sie natürlich auch wasserdicht, 50 Meter, sonst könntet ihr das natürlich auch nicht, ihr könntet sonst auch nicht mit ihr schwimmen gehen. GPS-Tracking ist klar, das heißt, ihr könnt dann, wenn ihr Strecken lauft oder mit dem Fahrrad fahrt, natürlich auch sehen, wo seid ihr entsprechend gewesen, das läuft alles über die App. Automatische Aktivitätserkennung, das heißt, hier unten diese zweite kleine Anzeige, die zeigt euch an, wie eben schon beschrieben, wie aktiv ihr seid, ob ihr dabei seid, eure Ziele zu erreichen oder nicht, oder ob ihr ein bisschen schneller werden müsst. Wenn wir jetzt hier weitergehen, ist das auch sehr schön. Ich ziehe jetzt hier mit der Maus hoch
Und dann kommen jetzt erst nochmal verschiedene Bilder. Ihr seht jetzt die ScanWatch 38 mm mit Grau-Grau. Und bevor es hier weitergeht, kommen erst dann zwei, drei Bilder. Und hier seht ihr nochmal eine Übersicht von der Optik 38 mm in Rosé mit Rosé-Milanese-Band. Dann hier die 38 mm Variante Schwarz-Schwarz. Dann hier die 42 mm Variante in Schwarz-Weiß. Also auch hier, da gucken wir gleich nochmal in die Armbänder rein. Den Konfigurator, 30 Tage Laufzeit, Akkulaufzeit, 2 Jahre Garantie, wasserdicht bis 50 Meter, entspiegeltes Saphirglas. Übrigens, Firma Withings, falls hier irgendeiner das Video sich anschauen sollte, ihr habt hier einen kleinen Rechtschreibfehler, entspiegeltes Saphirglas, also da fehlt ein A. Nur mal so zur Info, finde ich ja schön, dass so einer Firma das auch passiert. Gehäuse aus Edelstahl jeweils, entweder wie ihr hier seht, bei der 42-Variante gebürstet oder hier bei der 38-Variante glänzend. So, dann gucken wir hier nochmal ein bisschen ins Detail. Das haben wir eben gesehen. Hier haben wir ein sehr schönes Milanese-Band an der 38-mm-Variante dran. Begleiter auf Laufzeit, auf Lebenszeit. Ihr könnt die wirklich auf Lebenszeit tragen und wenn man sie gut pflegt natürlich. Und hier haben wir jetzt diesen ScanWatch-Kalkulator, beziehungsweise nicht nur Kalkulator, sondern auch Konfigurator. Die Uhr kostet in der Standard, in der Variante 38 oder auch 42 mm 280 Euro. Ich setze euch Kauflinks, wo ihr sie eventuell ein bisschen günstiger bekommen könntet, setze ich euch in die Videobeschreibung rein. Hier haben wir jetzt die Uhr, die ich auch habe, das heißt weißes Zifferband, weißes Zifferblatt, schwarzes Armband. Und die 38 mm Variante. Wir könnten hier zum Beispiel hingehen und sagen, mir möchte gerne ein anderes Armband haben. Könnte hier so ein Lederband in beige sein oder hier eins in beige oder ein blaues oder ein schwarzes. Ich möchte vielleicht ein Milanese-Band haben, Edelstahl oder ein richtiges Edelstahl-Armband. Dann könnt ihr euch das anschauen. Hier haben wir natürlich Stoffarmbänder in verschiedenen Farben, in blau, in grün, in schwarz haben wir es auch. Ihr könnt euch das ansehen. Wenn ihr sagt, okay, ich möchte aber nicht die Variante, sondern ich möchte die Rosé-Gold-Variante mit blauem Zifferblatt und blauem Armband oder mit einem beigen Armband oder hier mit einem, jo, farblich, okay, aber kann man alles machen. Ihr könnt euch dann die Uhr auch anschauen aus verschiedenen Blickwinkeln. Also hier, boah, das sieht schon mehr wie ein Kunstwerk aus. Aber wie gesagt, hier haben wir die Möglichkeit, dann auch verschiedene Farben uns auszusuchen. Das Gleiche geht natürlich dann auch mit der 42 mm Variante. Auch hier kann ich das schwarze Zifferblatt oder das weiße Zifferblatt nehmen und kann dann hier auch ein Stahlarmband, ein blaues Armband, ein Lederarmband, ein Stoffarmband nehmen und, und. Also guckt euch das einfach mal in Ruhe dann an, wie das aussieht, auch von verschiedenen Situationen. Auch hier sind Fotos dabei, wenn ihr die tragt. Und mit den verschiedenen Armbändern. Also ich bin immer wieder begeistert, wenn ich die Webseiten von manchen Firmen sehe, wie toll die gemacht sind. Also das finde ich wirklich super. Und deswegen zeige ich sie des Öfteren auch mal. Ich hoffe, ich habe euch hier jetzt einiges an Infos bringen können. Wie gesagt, schaut auch selber mal auf die Seite drauf. Ich verlinke sie euch ja in die Videobeschreibung. Und die anderen Praxisvideos, die ich in den nächsten Tagen und Wochen hier einstelle über die Withings. Das heißt, ich benutze sie, wie ihr das in meinem Kanal auch kennt. Ich benutze sie andauernd. Und das ist jetzt nicht nur ein Test und das war's dann. Sondern das ist meine Uhr und insofern erfahrt ihr auch in den Langzeittests, was man damit machen kann. Und ja, wenn ihr da dabei bleiben wollt, einfach gerne einen Daumen hoch fürs Video da lassen und ein Abo natürlich. Bin hier auf meinem YouTube-Kanal auf eure Unterstützung angewiesen, würde mich freuen. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch eine gute Zeit, bleibt gesund, bis zum nächsten Video. Tschüss!